eigentlich ein Fettstrom, verarbeitet hier, weil wir haben in diesem Behälter hier vorne, der Behälter ist schon ein fertiges Biodiesel drin. Der muss im Prinzip eigentlich nur noch destilliert werden. Also es sind letztendlich über zwei Reaktoren. Methanol, das brauchen wir zur Biodieselproduktion. Katalysator, einmal ein KM32, stark alkalischer Katalysator für die Umesterung und einmal 96%ige Schwefelsäure für die Veresterung. Alles wird hier angeliefert. Sie sehen hier vorne schon so ein bisschen.